Tja, liebe Leute, tja, wir konnten ja auch nicht weiterkommen, denn, ja, was kann man jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Hier ist ja noch eine Klammer. Sie scheint nur locker in dem Stützbalken zu stecken. Nimm mit. Danke, der Herr. Denn den werden wir gleich noch brauchen, aber wir müssen noch woanders hin. Wir hatten doch hier einen eingestürzten Gang. Und da muss man nach Vosa. Natürlich ganz hinten. Eine Eisenstange nehmen. Ja, manche Dinge Ich sind so versuche mal, simpel, die man kriegt's Bretter nicht hin. herauszubrechen. Dann versuch's mal. Keine Ahnung, wo sie hinführt, aber vielleicht kann ich mich hindurchquetschen, wenn es nur nicht so dunkel wäre. Ja, das war ja schon der Wink mit dem Zaunpfahl, her mit der Taschenlampe. Die Leiche eines Soldaten. Er muss beim Einsturz gestorben sein. Arme Sau. Aber wir klauen mal seinen Anstecknadel. Einige Teile der Uniform sind nicht verrottet. Da ist etwas in der Brusttasche, ein kleiner Schlüsselbund. Dann nimm mal mit. So, und jetzt sind wir eigentlich theoretisch gut gerüstet. Jetzt geht's zurück zu der hängenden Kiste. Ah, hier ist was. Hier scheint etwas zu fehlen. Vielleicht die Klammer benutzen? Nee. Hier scheint etwas zu fehlen. Nur ein Haufen Erde. Aber auf den Haufen Erde kann man was machen. Dann schauen wir mal. Ja, und sieh da. Ein schönes Ventilrad. Da wollte schon sagen. Jetzt können wir auch den Haken nehmen, oder? Ha! Erstklassig. So, dann gucken wir auch mal, ob der Schlüsselbund vom Soldaten hier reinpasst. Theoretisch müsste einer klappen. Haha. Dieses hier lässt sich nicht bewegen. Aha. Na, ich kann mir schon denken, etwas Öl. Willst du mich verarschen? Es klemmt. Dieses hier lässt sich nicht bewegen. Du willst mich doch jetzt verkohlen. Es ist kein Tropfen mehr in dem Ölkännchen. Auf einmal geht's doch. Es ist kein Tropfen mehr. Es klemmt. Okay, das heißt, wir müssen noch irgendwo Öl finden. So, schauen wir noch mal. Irgendwo gibt's doch bestimmt Öl. Auf der Oberfläche treibt viel Müll. Ach, hier sind noch Wurzeln.
Die Wurzeln der Bäume haben sich ihren Weg bis hier unten gesucht. Bald werden sie die Stützbalken untergraben haben und dann werden die Tunnel für alle Zeiten einstürzen. Toll. Die Lampen wurden von Soldaten angebracht, die den... Sie müssen vom gleichen... Ah, da ist noch was. Maschendraht verhindert, dass die Decke einstürzt. Er hat jahrzehntelang gehalten. Hoffentlich hält er noch so lange, bis ich wieder draußen bin. Oh, klingt doch schon mal positiv. Ich sehe nur Dunkelheit. Bestimmt ist wieder was total Simples. Mal gucken, vielleicht brauche er auch einfach nur wieder Licht. Tatsache! Die Aufschrift des Kanisters da drüben ist lesbar. Öl. Er scheint unbeschädigt zu sein. Vielleicht ist sogar noch Öl drin. Aha. Können wir uns vielleicht sowas wie eine Angel basteln? Schauen wir mal. Aha. Na, keine Angel, aber ein wunderschönes Seil. Das Teil jetzt verarschen. Wir brauchen doch Öl. Ach, da ist der Kanister. Okay. Her damit. Ja, erfinderisch muss man sein. Dann hat man der Not weniger Ärger. Ich habe das Ölkännchen mit Öl gefüllt. Guter Junge. So, dann öffnen wir jetzt endlich mal die blöde Tür. Müsste das jetzt nicht geklappt haben? Oder muss alles recht zeigen? Mal gucken. Das gibt's doch nicht. Okay. Jetzt kann man sich wirklich denken, wenn es um Nazis geht, muss man immer rechts. Hier drin ist es stockfinster. Ich kann rein gar nichts sehen. Toll. Verdammt. Die Glühbirne muss durchgebrannt sein. Na toll. Der Form nach zu urteilen, muss es eine Art Lampe sein. Mhm. Vielleicht eine alte Öllampe. Ich kann zwar nicht viel sehen, aber es scheint ein wenig Kerosin darin zu sein. Aha. Ich kann zwar nicht viel sehen, aber es... Ach, jetzt kann man erst untersuchen, dann kann er es anzünden. So.
Hoffentlich wird es eine Weile halten. Dieser riesige Generator muss den gesamten unterirdischen Komplex mit Strom versorgt haben. Mit ein bisschen Glück könnte er noch funktionieren. Na dann, schauen wir mal. Der massive Motor des Generators scheint auch nach all den Jahren in einem guten Zustand zu sein. Wofür könnten sie so viel Energie gebraucht haben? PTV. Das ist wahrscheinlich die Hauptsteuerung für den Brennstoffzulauf. Dann dreh mal. Es klemmt. Ich kann es kein bisschen bewegen. Aha. Bisschen Öl, mein Guter. Es klemmt. Ich kann es kein bisschen bewegen. Okay, okay. Vielleicht mit der Klammer? So etwas wie Hebelwirkung? Nee, kann's nicht. Ja, den Schraubenschlüssel vielleicht. Ah, jetzt geht doch. Ach, da ist noch ein Hebel. Ah, jetzt. Geht doch. Klasse. Es funktioniert. Dann gehen wir auch mal den Gang entlang. Ach du Schande. Hauptgang. Rechts zum Archiv, links zum Lagerraum. Ist halt die große Frage, wo wollen wir hin? Durch dieses Loch in der Wand kommen die Ratten. Mhm. Damit werden die Lampen in den Gängen ein- und ausgeschaltet. Interessant. Ach, gehen wir mal zum Archiv. Kann ja nicht schaden. Abgeschlossen. Na, was für ein Glück, dass wir ein Schlüsselbund haben. Der Schlüssel ist im Schloss abgebrochen. Und jetzt? Okay, so viel Pech kann ich nur hier haben. Eine dicke Stahltür. Keine Chance. Gut, dann können wir hier erstmal nichts machen. Verdammter Schlüssel. Wäre auch zu leicht gewesen. Leer. Bis auf Staub und Spinnweben. Die Deckel sind geschlossen. Ich lasse sie in Ruhe. Abgeschlossen. Ach, solange der Schlüssel nicht wieder abbricht. Tada! Es klappt doch mal. Viele alte Glühbirnen, die noch funktionieren könnten. Ja. Man kann über die Nazis sagen, was sie wollen. Sie enthalten eine dunkle Flüssigkeit. Die Aufschriften sind nicht mehr lesbar. Man kann sagen, wenn die etwas gebaut haben, dann ist es fast für die Ewigkeit. Vielleicht enthalten sie Munition oder Handgranaten. Ja, klingt doch interessant. Ich brauche nicht noch eine Glühbirne. Na, wer weiß. Einige enthalten Kerosin, andere Diesel. Nur eine kleine Unachtsamkeit und hier unten würde ein Inferno ausbrechen. Na, klingt doch toll.
Die Deckel sind fest zugenagelt, genau wie bei den Kisten vor dem Lagerraum. Zugenagelt, ja. Kann man das irgendwie aufhebeln? Tatsache. Dynamit und Dynamitstangen. Könnte sich als nützlich erweisen. Ja, na her damit. Der Brennstofftank des Generators. Es führen weitere Leitungen in die Mauer. Vielleicht werden damit noch andere Maschinen angetrieben. Ein Mechanismus und anfassen. Auf den Anzeigen ist der Ölstand und Druck der Rohre zu sehen. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit. Ist doch Vorstoff, was wir jetzt mal brauchen. Eine alte Batterie, wahrscheinlich von einem Lastwagen. Eine alte Batterie. Ich würde sagen, hier haben wir alles. Ich habe das Gefühl, wir müssen die verdammte Tür wegspringen. Oha, das sieht doch schon mal sehr verboten aus. Ich muss herausfinden, was dahinter ist. Sie ist verschlossen. Dem Geruch nach zu urteilen, scheint Kerosin darin zu sein.